Bam, weg mit dir, Junge. Renn, 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 renn. Und rechts von uns, rechts von uns auch. Ja, down, 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 rechts unten, down. Boah, Macher. Nein, ich werde angeschossen. Nein, Bro, das ist der letzte Gegner, das ist der letzte. Hey, yo, Leute, Crymix hier. Was geht ab mit Paul Berger? Herzlich willkommen zu meiner ersten Runde in Fortnite Kapitel 5, Leute. Ihr könnt es sehen, wir sind hier gerade noch in der Warteschlange. Das ist jetzt hier gerade komplett meine erste Runde, mein erstes Mal in der Fortnite Chapter 5, Leute. Lasst dafür ein Like und ein Abo da und es geht los. Ey, es war zu heftig gestern, dieses Live-Event mit Eminem. Ich denke mal, ihr habt es alle mitbekommen, Leute. Stelle Verbindung her, lass mich jetzt rein. Oha, was kriegen wir hier, Leute? Was kriegen wir hier alles? Okay, wir kriegen ja erstmal direkt mal ein paar neue Sachen. Okay, ein bisschen hier Peely und so weiter. Oha, Baby Peely, Leute. Let's go, komm hier, einmal zack. Oha, wie viel? Was? Wie viele Geschenke kriegen wir hier erstmal? Yo, okay, zack, einmal alles einsammeln und... Wow, der Trader, Leute, aber den überspringe ich jetzt mal. Ich denke mal, den habt ihr mittlerweile alle gesehen. Komplett geisteskrank mit Lego, The Weeknd, alles mögliche, Freunde. Das ist wirklich zu verrückt. Fortnite Kapitel 5, Fortnite is back. Einfach zu verrückt, Leute. Let's go. Und wir sind hier noch als Eminem unterwegs. Oh, jetzt kommt hier nochmal der Trailer. Komm, den überspringen wir jetzt auch mal direkt. Okay, das Menü sieht eigentlich erstmal relativ gleich noch aus. Wir gehen jetzt erstmal in den Item-Shop. Leute, natürlich wie immer, Creator-Code iCrymixOG jetzt auf Ehre eintragen, Leute. Kostenloser Support, ihr wisst Bescheid, iCrymixOG in den Shop eintragen, Leute. Let's go. Und jetzt kaufen wir uns natürlich erstmal den Battle Pass. Habe ich überhaupt noch V-Bucks auf Lager? Ich weiß es gar nicht. Hier, Battle Pass. So, wir kaufen natürlich hier direkt bis Level 25 durch, Leute. Wir sind natürlich nicht Schmalspur hier. Wow. Let's go, Battle Pass freigeschalten. So, wir kriegen ja direkt mal ein paar Skins, dies, das, Ananas, Dankeschön, 125 Battle-Sterne. Okay, jetzt können wir natürlich hier erstmal alles freischalten. Ich werde euch jetzt hier nicht den kompletten Battle Pass zeigen, das habt ihr bestimmt eh schon alle gesehen, Leute. Wir gehen jetzt gleich mal direkt ab in die Runde rein, würde ich behaupten. So, davor ziehen wir uns natürlich hier noch einen coolen Skin an. So, Leute, ich weiß gerade nicht, welchen Skin wir nehmen sollen, deswegen nehme ich einfach Travis Scott, Freunde. Warte mal, gibt es eigentlich schon die ganzen Lego-Skins? Ich glaube, die sind noch nicht da, Leute. Weil viele von euch werden es schon mitbekommen haben, und zwar Epic Games hat komplett übertrieben, es wird zu jedem Skin die Lego-Version kommen, aber ist wohl leider noch nicht im Game. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir quatschen jetzt hier gar nicht lang rum und wir gehen rein in die erste Runde. Okay, Leute, das ist hier wohl also die neue Spawn-Insel. Das sieht ja ganz verrückt aus. Wir gucken uns mal die Karte an. Aha, okay, okay, okay. Also das ist hier wirklich alles neu. Das hört sich eigentlich entspannt an hier. Ritzy Riviera. Oha, was ist das für eine Animation hier? Hä? Hä? LOL! Alter, wie sieht die Animation mit dem Battlebus denn jetzt aus? Hä? Wie weit ist man vom Battlebus entfernt? Das ist irgendwie weird. Muss ich aber ehrlich sagen, feiere ich nicht so, dass man so weit entfernt vom Battlebus ist. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Naja, egal, Leute. Wir gehen jetzt hier auf jeden Fall direkt mal rein. Wir landen bei Ritzy Riviera oder Riviera, Leute. Das hört sich nach so einem schönen Urlaubsort an. Da werden wir jetzt erstmal schön entspannt Urlaub machen, Leute. Da hinten landen wir jetzt mal. Let's go. Das Einzige, was ich schon mitbekommen habe, Leute, ist, dass die Runden hier viel schneller gehen sollen. Also irgendwie soll die Zone hier... Oh Gott, wie lande ich denn hier, Leute? Was mache ich denn hier direkt die erste Runde? Komplett Müll. Die Zone soll hier viel, viel schneller kommen. Also die Runden sollen auch schneller vorbei sein. Ich bin mal gespannt, Freunde. Da muss man natürlich direkt mal ein bisschen mehr aufpassen. So, okay, zack, wo ist hier Loot? Wir kennen jetzt natürlich hier noch nicht die ganzen Loot-Spots. Zack, oha, was ist das denn für eine Waffe? Das sieht ein bisschen wie eine Scar aus. Das sieht ein bisschen wie eine grüne Scar aus, Leute. Okay, eine MP haben wir auch direkt mal dabei. Oh, Minis, Leute, Minis, wichtig. So, hier nochmal Kiste, auch die ganzen Animationen. Alles sieht hier so ein bisschen anders aus einfach. Leute, es ist komplett weird, das neue Chapter. Oha, seht ihr das? Wenn man jetzt abbrechen würde, den Trank zu trinken, dann hat man trotzdem gewissermaßen seinen Trank getrunken. Ey, das ist echt cool. Das ist cool, also man muss die Zeit jetzt gar nicht mehr fertig laufen lassen. So, okay, dann steppen wir hier mal weiter, weil irgendwo müssten hier noch Leute gelandet sein. Oh ja, ich höre da Leute. So, Ritzy Riviera ist hier meine Hut, Junge. Der muss hier irgendwo im Haus drin sein. Oha! Das war eine Burstwaffe, Leute. Die MP ist hier so eine Burstwaffe. Okay, gut zu wissen, das hätte mir auch mal jemand sagen können. Zack, weg mit dir, Junge. Ich sag doch, Ritzy Riviera ist meine Hut. Einmal schön nachladen. Irgendwo habe ich hier Steps gehört. Wo bist du hier, Junge? Kann man hier nicht mal entspannt Urlaub machen oder was? Aber ich muss ehrlich sagen, Leute, die neue Fortnite-Season, sehr, sehr krass bis jetzt. Allein das Live-Event. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch live dabei wart. Okay, da im Haus ist er drin. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch live dabei wart. Das Eminem-Konzert, überheftig. Man kann jetzt hier auch seinen eigenen Lambo machen, Leute. Es wird hier so ein Skin quasi geben, womit man hier mit einem Lambo... umfahren kann. Okay, irgendein Bot schießt mich hier gerade an. Müssen wir aufpassen. Okay, da unten ist irgendwie... Ich weiß nicht, ob das so ein OP-Boss oder sowas ist. Müssen wir aufpassen. Alter, hier sind irgendwie so Wachen, Leute. So, oh, komm. Oh mein Gott, die Zone kommt ja jetzt schon. Leute, wir schnappen uns die G-Klasse. Oh mein Gott, wir schnappen uns hier die G-Klasse. Oh mein Gott, Leute. Was mache ich? Hallo? Fahr doch jetzt mal.
Wir müssen in die Zone. Wir müssen jetzt hier ganz schnell in die Zone. Ich habe zum Glück Medkits dabei. Aber das ist wohl das, was alle gesagt haben, dass die Zone hier viel schneller kommt. Ja, genau, Leute. G-Klassen gibt es jetzt hier. Lambos soll es jetzt hier geben. Oh, hä? Das ist doch ein Offroad-Auto. G-Klasse. Warum bleibt die G-Klasse im Schlamm stecken hier? Ich dachte, das Ding ist mehr Offroad. Ein Zug gibt es jetzt hier auch, Leute, wenn ich hier die Schienen schon sehe. Wir müssen aufpassen. Wir müssen richtig aufpassen. Der Sturm, der haut jetzt hier auch schon ordentlich rein. Fahr doch mal hier. Gib doch mal Gas hier, G-Klasse. Ey, Leute, das Ding ist mir hier echt zu langsam. Okay, erste Round hier auf jeden Fall direkt mal voll auf Krampf. Okay, vor mir war auch noch eine G-Klasse. Aber wir müssen jetzt erstmal schnell in die Zone rein. Erstmal jetzt hier ganz schnell in die Zone. Komm, renn. Ich habe auch gefühlt, man hat hier irgendwie weniger Ausdauer. Renn doch. Können wir jetzt hier erstmal... Oha, wie schnell haut man sich das Medkit rein? Wie schnell geht das? Und man kann währenddessen laufen. Oha, wie cool. Das ist neu, Leute. Das ist neu. Okay, wir müssen jetzt erstmal hier ganz schnell in die Zone rein. Uff. Okay, Leute. Waffen könnten auch noch ein bisschen besser sein. So, wir gucken uns jetzt hier mal noch den Zug an. Alter, Leute, guck mal, da kommt der Zug angeflitzt. Wie cool ist das denn? Eigentlich müssten wir hier mal in den Zug einsteigen. Eigentlich müssten wir direkt mal erste Runde in den Zug einmal einsteigen. Oh, der Zug kommt angefahren. Let's go. So, Chuchu, einmal bitte einsteigen. LOL. Ey, Leute, nein. Ich will doch Zug fahren. Warte mal, kann er mich mitnehmen? Ich hoffe, der braucht da jetzt nicht so lang. Okay, wir sind drin. Ich gönne mir jetzt hier mal direkt ein Medkit. Ich hoffe, der fährt mich jetzt in die Zone rein. Leute, das ist so verrückt, einen Zug zu fahren hier. Und hier ist sogar eine Truhe. Jo, was kriegen wir denn da raus? Ey, Leute, ich muss unbedingt jetzt hier mal in die Zone. Ich muss hier, glaube ich, mal vom Zug runterspringen, oder? Der braucht hier zu lang. Ey, Leute, ich glaube, ich werde an der Zone sterben. Ich glaube, erste Runde, ich werde an der Zone sterben. Ich habe kein Medkit mehr. Das war richtig dumm, aber die Zone kommt hier auch so schnell, ey. Warum geht das denn? Das geht viel zu schnell. Also muss ich ehrlich sagen, das war ja das, was mir schon erzählt wurde. Muss ich ehrlich sagen, feiere ich auch gar nicht. Brauchen unbedingt ein bisschen Wildlife. Sonst sieht es hier ganz schlecht aus für uns. Oh mein Gott, Leute. Ich bin mir echt nicht sicher, ob wir es schaffen werden. Renn, Travis Scott. Ey, bitte jetzt nicht erste Runde. Man kann das ja gar nicht schaffen. Das geht viel zu schnell. Man muss eigentlich direkt, wenn man landet, schon gucken, wo ist die nächste Zone. Leute, das ist das. Ich schwöre, Leute, das ist zu schnell. Also muss ich wirklich sagen, feiere ich leider gar nicht hier bei der neuen Season, wie schnell die Zone kommt. Man muss sich vielleicht dran gewöhnen. Bam, weg mit dir, Junge. Was hat der für eine Waffe? Was ist das für eine Waffe, Leute? Die sieht aber krass aus. Leider hat der kein Wildlife, Leute. Oha, nee, feiere ich nicht. Ist nicht gut, Leute. Leute, guck mal, wir essen. Es sieht schon so schlecht bei... Oh mein Gott, wir müssen eigentlich direkt weiter. Es sieht schon so schlecht bei uns aus, dass wir jetzt hier schon Gemüse essen. Wir müssen jetzt hier sogar schon Gemüse essen, Leute. Wir müssen direkt weiter in die nächste Zone. Ey, wir haben nur noch so wenig Leben. Das ist gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Aber das Coole ist, man kann währenddessen jetzt laufen. Während man Reds kann man laufen. Das finde ich eigentlich sehr cool. Okay, und schnell mit der G-Klasse hier, Leute. G-Klasse ins Wasser brettern. Schafft die G-Klasse auch durch Wasser? Ja, sehr gut. Die G-Klasse schafft's durch. Leute, okay, es sind auch nur noch 18 Gegner, ist gar nicht mehr so viel. Jetzt müssen wir ja gucken, dass wir jetzt hier gutes Positioning uns holen. Gutes Positioning brauchen wir jetzt hier. Ich bin auch echt mal jetzt gespannt, wenn diese Lego-Skins kommen. Dann Peter Griffin, dann gibt es ja hier diese Bosse, Leute, von denen man die Medaillons aufsammeln kann. Es sollen ja diese Medaillons und die geben einem ein extra... Nein, Leute, das war's. Mann, ey! Nein, schade, Leute. Schade. Okay, Leute, ihr habt jetzt gerade schon meine erste Runde gesehen und jetzt würde ich sagen, zocken wir doch mit A Wife zusammen und versuchen mal noch einen Win zu ziehen. Was geht ab, Bro? Was geht? Digga, Bro, das ist meine erste Runde, ne? Aber hast doch gar nicht gezockt, komplett. Kapitel 5? Null, doch gar nichts. Oha. Okay, wird dir auf jeden Fall gefallen. Mach ready, wir gehen rein, Leute. Okay, Leute, ab geht's in die Runde. Wir fliegen hier zu Fancing Fields, Leute. Das ist irgendwie hier so ein Weingut oder sowas. Irgendwie ein krasses Luxusanwesen. Sieht auf jeden Fall richtig heftig aus. Und du hast jetzt hier noch gar nichts von der Map erkundet, oder? Bro, ich komme gerade gar nicht auf mein Leben klar. Es gibt auf einmal einen Zug. Ja. Bro, es gibt Lambos, G-Klassen, Zug, alles. Lambos? Hier. Es gibt auch Lambos, ja. Hä? Ich sehe sogar einen. Ja, da brauchst du aber, das ist richtig, dann originaler Lambo ist, brauchst du auch den Lambo-Skin dann dazu quasi. Oha, okay, wir sind auf jeden Fall direkt mal ein paar Leute hier am Start. So, okay, ich habe eine Shotgun schon. Du bist der Haupthaus. Movement ist auch anders, ne? Ja, ja, alles anders. Alles links, anders, rechts, Bro. Und so. Okay, lass mal hier erstmal Haupthaus bleiben, alles clearen. Ja, okay. Sind Leute mitgelandet? Ja, sind Leute mitgelandet, aber ich werde gerade nur von Bots angeschossen. Hier sind auch Bots, by the way. Okay, ich komm. So, diese Wachen. Ah ja, ich seh's.
Boah, Bro, ich hab so einen Endboss hier. Bro, es ist so, komplett zack. Anderes ja, es Spiel. Ist, es ist ein anderes Game. Es ist wirklich ein anderes Game, Leute. Zack, erstmal schön. Bro, ich komm grad gar nicht auf mein Leben. Pass auf, nicht, dass jetzt hier gleich Leute zu dir kommen. Ich komm mal rüber zu dir. Ja, wenn nett. Ich fight ja gerade mit diesem Endboss. Ja, oh mein Gott. Ich glaube, die droppen so eine Medaille, habe ich irgendwie gehört. Boah. Oha. Ja, hier liegt irgendwas. Medaille. Okay, habe ich mir geholt. Lol, das war ein Gegner, ne? Ey, hast du diese Medaille? Ja, ich hab die genommen. Oh mein Gott, warte mal, hier ist noch ein Mini. Boah, danke. Ey, warte mal, warum bekomme ich gerade Schild? Ja, Bro, diese Medaillen, da kriegt man nämlich zusätzliches Schild. Das ist richtig krass. Oha. Ja, das ist richtig heftig. Du bist jetzt, also wenn man, und es gibt fünf Stück davon. Ich glaube, wenn man alle fünf hat, ist man hier so gefühlt unsterblich oder so. Okay, komm, pass auf. Hä? Von außen? Ja, ah, ja, ja, wieder am Bord, aber nur. Achso, okay, alles gut. Was? Einmal schön, Bro, ich hab eine goldene Scar. Was? Und hab Visier drauf. Was? Oha, crazy. Ich hab Visier drauf. Oh, hier schon wieder Bot. Wie viele sind denn hier von diesen Bots, Alter? Ey, warte mal, das ist... Komm mal her. Ja, hast du schon mal mit Visier gezockt? Ja, Bro, safe. Ich hab, also, da, es gibt auch Bro, verschiedene Visier. Oh, Gegner. Ja. Boah, der hat mich von wo? Von wo? Genommen. Warte, ich komm zu dir. Von hier. Die Richtung. Ja. Alter, ich fühl's ja mal ganz anders. Okay, das ist krass. Bro, wo ist er? Ah, oh mein Gott. Ich hab hier noch einen Mini. Bin weak. Warte, sag mir, wo der ist. Hab ich gelasert hier. Da. Er hat einen 47er. Hast du Mini getroppt? Nee, brauchst du? Ja. Hier, nimm. Danke. Pass auf. Pushen die? Ja, einer knockt, der andere kommt. Achtung, anderer kommt. Ja, stark. Ach, das ist No-Build gerade, ne? Ja, safe, No-Build. Achso. Oh, guck mal, episches Scar. Ich zock nur noch No-Build. Boah. Ich zock nur Bild, ich war gerade voll überfordert, ich wollte bauen. Lol, Digga. Ich habe seit No-Bild gibt nie wieder ein Bild gezockt. So, okay, Epic Scar, packen wir ein. Zack hier. So, MP haben wir, Shotgun haben wir. Läuft, Leute, läuft doch schon mal sehr gut. Oh, Medipack, warte, ich baller mir das kurz noch rein. Ja, fetz sie rein. Wie viel Schild hast du jetzt wegen dieser Medaille? Ich habe irgendwie nur ganz normal 100 gerade. 100 Schild? Ja, 100 Bro, Schild. Man hat 50 Schild nur normalerweise, also ich habe nur 50. Hä? Ja, du hast generell einfach, nur noch? Ja, Bro, du hast einfach 50. Das ist auch neu. Du hast einfach 50 Leben mehr. Nee, man hat die ganze Zeit nur 50 Schild, oder? Im No-Build. Achso, okay, ich schwöre, ich habe nie No-Build. Hier die G-Klasse mit der Weinlieferung. Zeig mal. Junge, was ist das? Das ist zu krass. Einfach GTA oder was? Richtiges Weingut hier. Und das Krasse ist auch, hier sind diese Weintrauben. Irgendwie kann man die snacken und die geben einem Schild und Wildlife. Also, die sind nicht schlecht. Die, okay. So, warte, ich gehe einmal unten lang. Ja, genau. Geh mal schön in den Weinkeller rein. Zieh dir mal noch so ein paar schöne Weinbeeren. Ja, Bro, mir wird die ganze Zeit so Dinge angezeigt, dass man irgendwo hingehen kann. Die auch? Oh, Leute. Hä? Irgendwie ist hier ein Gegner in der Nähe. Hier muss ein Gegner in der Nähe sein. Ich hab Ding bekommen. Oh ja, ich sehe es. Auftrag. Ey, Bro, mir wird die ganze Zeit irgend so ein Pfad vorgeschlagen. Ein Pfad? Ich weiß nicht, ob das. Ja, ich weiß, ja, wo ich lang gehen muss. Und ich gebe dir noch einen Tipp. Ich gebe dir noch einen Tipp, Bro. Da ist ein Tresor. Oha, warte mal, ich komme zu dir. Ja? Ich gebe dir noch einen Tipp, Bro. Die Zone geht super schnell. Habe ich gerade eben auch die Erfahrung gemacht. Ich bin ein paar Mal fast an der Zone gestorben. Achtung! Oh mein Gott, Team bei mir, Bro. Komm zu mir, Bro. Ja. Komm runter, probier runterzukommen. Komm runter. Wegen der Medaille bin ich hier reingekommen. Okay, Rage Shotgun kannst du haben. Episch. Mal, lass zusammenbleiben. Easy. Oh mein Gott, was ist das hier? Hier Schildtrank, hau dir den rein. Was ist das? Ah, nee, du bist eh voll. Lol, was ist das für eine Shotgun? Nein, Bro, die Zone kommt. Wir haben verpennt. Wir müssen hier sofort weg. Ja, dann los. Wir müssen hier sofort weg. Lass hier oben raus. Ja. Aber wir müssen aufpassen, weil das andere Team wird jetzt auch kommen. Ja, ey, hier kommt man nicht hoch. Nein. Ja, da geht's lang. Junge, du machst mir voll Angst. Ist die Zone so schnell, Bro, oder Zone was? Zone ist crazy geworden. Okay, dann lass. Sollen wir fighten oder erstmal. Lass erstmal ein bisschen laufen. Okay. Die fighten da hinter uns. Junge, wie das hier aussieht, das ist cool. Wir holen uns jetzt erst ein starkes Positioning und dann müssen die zu uns in die Zone laufen. Okay. Boah, No-Build ist die goldene Sky, jetzt ja Goldwerk. Okay, die fighten da aber auch irgendwie, ne? Die schießen die ganze Zeit. Ja, wir können jetzt mal gucken. Die müssen eh gleich hinter uns kommen. Ja. Oh, links, rechts. Oh mein Gott, Lukas, Alter. Der Laser-Lukas. Laser-Lukas, man kennt ihn. Oh Bro, die sind halt irgendwo hinter uns, ne? Ja. Bro, was steht da unten drunter? Kann man Attachments drauf machen? Ah, warte, die Zone ist noch gar nicht gekommen. Die kommt jetzt erst, die Zone. Aber egal, wir haben trotzdem ein gutes Positioning. Lass mal da auf das Hausdach hier hochgehen und die ab. Ja, das ist strong. Geh du rechts, geh links. Ja. Weil jetzt gleich kommt die Zone, dann müssen die zu uns kommen. Ja. Die sind da irgendwie noch am Rumschießen. Boah, genau unter mir ist die Kiste. Hä, links auch Schüsse? Warte. Die müssen hier kommen. Alles andere macht keinen Sinn. Ich habe die auch eben noch schießen gehört. Die sind safe noch hier. Guck mal, da kommt der Sturm. Wir müssen selbst gleich rotieren. Ja. Boah, der ist schon echt schneller als vorher. Ja, Bro, lass rotieren. Okay, komm.
Die sind vielleicht auch einfach außen rum. Ja, ja, die sind vielleicht ganz woanders. Ich guck mal links, rechts, aber ich sehe keinen. Ja, und dieser Zug, der da rumfährt, da kann man einfach drauf gehen, da oder? Da kannst was? Du drauf jumpen und da sind so wie so Special-Kisten. Wenn du die aktivierst, dann droppen die andauernd mal was Neues. Das lädt sich dann immer auf, so alle, keine Ahnung, 2-3 Minuten. Vor uns, ich hab Gegner gesehen, Bro. Ja, die sind aber Zone gelaufen. Genau, hinterm Berg jetzt von uns. Da ist auch die G-Klasse. Die sind, glaube ich, mit einer G-Klasse gefahren, die anderen. Ja, kann sein, kann sein. Lass erstmal positionieren. Ja, doch, ich sehe sie. Der ist ausgestiegen hinten. Aber wir sind in der Zone, das ist schon mal safe. Ja, der ist hier. Das ist ein bisschen näher ran, glaube ich, oder? Wir sind halt super offen gerade. Ja, ja. Ja, rechts, rechts, rechts. Er ist hier. Ja, warte mal, lass sie auf Dach positionieren. Ja, ja, ja. No Build ist High Ground alles, Digga. Okay, okay. Ist ein High Ground Game. Da kenne ich mich gar nicht aus. Musst du callen dann. Er ist hier, er ist hier. Ja, ja. Achtung auf Dach. Oben auf dem Dach, er ist auch auf dem Dach. Sagt man, wir lasern. Ja. Bro, er hat dicke Hits, dicke Hits, dicke Hits. Schild Break, Bro. Soll ich ihn rushen? Lass pushen, lass hier auf Dach. Pass auf, pass auf. Er ist Schild Break. Komm. Er ist hier rüber gerannt. Oh mein Gott. Ablaser. Ja. Ist im Lambo. Die hauen ab. Da unten, noch einer. Ja, der kriegt Laser. Bro, wie viel schlucken die? Ja, Bro, krass. Pushst du? Ne, ja, sollen wir? Warte, ich hol mir den. Pass aber auf, Lukas, pass auf. Shield Break. Ja, down. Stark. Let's go. Stark. Digga, ich hab noch keinen Kill gemacht hier, was ist los? Easy, kriegst du noch. Rechts von uns Bounty irgendwo. Boah, der hatte gute Sachen. Oh mein Gott, oder strong. Was hat der? Strong Nemesis Sturmgewehr? Ich kenne mich also mit den Waffen hier, muss ich ehrlich sagen, kenne ich mich jetzt auch noch nicht aus. Ja. Ich glaube, die ist hier sehr nice, die Waffe. Ja, oh, ich fand gerade meine MP echt gar nicht geil, Bro. Ich drop die mal, wenn du die willst. Blaue. Nee. Boah, hab ich sehr nice. Gut, jetzt hab ich sehr nice. Willst du, kannst du Minis mitnehmen? Wenn ich nehme, ich hab zwei Biggies, Bro. Ich nehm mit. Lass doch mal gerade zurück, da liegt noch ein Biggie. Okay, okay. Wir sind in der Zone. Alles gut. Bro, ich sag dir ehrlich, erste Runde Win wäre natürlich jetzt anders. Das wäre natürlich ganz wild hier. Flowberry gibt's hier, guck mal. Vielleicht kannst du die irgendwie nehmen wegen Green Life. Ah, ja, genau. Mal abchecken. Einfach so. Ah, nee, die gibt nur White Life, schade. Runit Jumpen hier. Levish leer. Bro, das ist aber wirklich krass mit diesen Medaillen. Du hast einfach 50 Leben mehr. Überleg dir das. Das ist ja voll der Gamechanger eigentlich. 50 und man hat ja, und man hat ja nochmal diese 50 Schild da rechts, dieses Stromlogo-Ding da. Ja, nee, das ist doch bei dir 100, oder? Nee, das ist 50. Ach so, und wie viel Leben hast du? 100 und 100. Also 100 Schild, 100 Green Life. Ach so, nee, dann ist ja alles normal. Dann ist. Hä? Bro, ich habe eben verstanden, man hat bei Nobel nur 50 Schild. Nee, ich dachte, dein Schild, also ich meinte dieses Schild, was sich auflädt, das dachte ich mal. Ach so, nee. Okay, Leute, hier voll verwirrt gewesen. Aber, dann wird was bringt diese Medaille? Spawnschüsse, ich glaube, dann lädt das schneller auf. Irgendwas war mit dem Schild dadurch. Ah, nee, Bro, ich bin noch in den Tresor gekommen. Vielleicht lag das da dran. Nee, aber irgendwas ist auch mit der, irgendwas soll ich da stärker machen, habe ich gehört. Vielleicht habe ich aber auch das falsch verstanden. Guck mal, die Sniper. Hey, irgendwo hier waren noch Schüsse vor uns. Ich vermute fast da. Ich glaube, genau hinterm Baum. Ich habe hier irgendwas eben gesehen. Warte, ja, da schießt doch jemand. Hier. Hier, ah, on ja, ping, ja. Zwei Leute. Ja, ja. Sollen wir lasern, oder? Warte mal, hinter... Oh, 116er? Oh, ich dachte schon, hinter uns Schüsse. Nee. Boah, die Waffe ist krass. Ja, dieses, aber es ist nur so ein Akku. Die Frage ist halt, macht es jetzt Sinn, da hin zu rushen? Nee, lass mal nicht machen. Macht eigentlich echt keinen Sinn. Die haben stärkere Posi, weil die noch raus sind. Wir haben so gutes Loot, so alles... Baba Positioning, alles Baba. Da auch Gegner. Bro, was sind diese 10.000 Kreise da oben? Was ist das? Bro, ich weiß es auch nicht mit dieser Zone. 1, 2, 3, 4. Ich sehe da unten. Achtung, da unten Schüsse. Wir könnten Third Party. Hier bei uns Loot. Bro, lass mal runter. Wir können Third Party. Die sind unter Beschuss. Ja, okay, dann let's go. Komm. Hier. Unten. 50er. 116er Shieldbreak. Oh mein Gott. Stark. Bro, der hat 160 Leben schon weg. Oh, schade. Stark. Oben am Fenster. Der snipe dich. Vorsicht. Ja. Weil der wird nochmal pieken. Habt ihr den 116er gedrückt? Bro, Digga, seit wann bist du so ein Profi-Sniper geworden? Junge, was geht denn hier los? Ich weiß auch nicht. Warte. Ich der sneakt safe nochmal, der hat 100% Bock. Ja. Ja, ich komme direkt auch mit Shockwave. Boah, zwei Leute hier. Ja. Achtung! Vorsicht. Boah, Bro. Alter, der drückt. Warte, ich muss mir Minis gönnen. Oh mein Gott. Komm runter. Ja, von hinten auch noch. Ich bin im Sandwich. Boah, die haben mich mies gepressured. Müssen aufpassen. Lass doch mal. Ey, bitte, komm, lass mal wieder weg. Weil von hinten kam noch mehr. Wir werden. Bro, wir sind im auf dem Dach oben. Das war's. Komm zu mir. Hey, Bro, mein Schild lädt sich die ganze Zeit auf. Gib mir Deckung. Ja. Okay, lass hinten raus, von da, wo wir kamen. Ja, das bringt gerade nichts.
Das Problem ist, von noch weiter hinten kam noch mehr, weißt du? Ja, wir waren im Sandwich. Achtung, der schießt auf dich. Schüsse. Ja, da ganz oben. Ich gönn mir... Oh mein Gott, der hat mich smies gehittet. Boah, ich snipe den. Ich gönn mir kurz Blue Life. Ey, Bro, wir müssen. Geht nicht anders. Ja, ich wir müssen in die Zone. Warte, hier rechts lang. Ja, warte, ich bin kurz hier oben, Bro. Ich muss mich healen. Ich muss mich gar nicht healen, das ist die Medaille. Ich lade die ganze Zeit immer wieder auf. Ach, lol. Wildlife healst du, oder was? Dauerhaft aber. Alles. Guck mal, Blue Life auch. Als würde ich so ein Slurp oder so getrunken haben. Bro, wie OP sind denn diese Medaillen? Das ist echt strong. Bro, wir müssen in die Zone. Ja, ich kann mitnehmen, ich kann noch stacken. Geil. Ich habe nämlich auch noch drei. Und Wildlife, warte mal, ich fetz mir noch kurz Wildlife. Ja, mach hin, aber Zone kommt, Bro. Die ist direkt hinter uns. Ich lauf schon mal langsam. Ja, okay, unten im Haus, die fighten jetzt gerade. Okay, sehr gut, Leute. Sehr gut. Ich hab nicht getroffen. Boah, wir müssen rein. Ja. Junge, warum ist die Zone so schnell, Mann? Ich sag dir, guck mal, die Runde geht noch gar nicht lang. Alter. Die Runde geht noch gar nicht lang. Das ist die Zone. Aber muss ich ehrlich sagen, finde ich leider nicht so gut. Hier unten. Ah ja, die laufen so. Boah, laser den weg, den hinteren. Bro, will mich snipen. Oh mein Gott, wir müssen. Boah, von links. Ich weiß nicht von wo. Boah, ich dachte gerade, du impulst mich raus, Bro. Oh mein Gott, vor uns. Alter, ich krieg so die Hits, ne? Lass erstmal gut positionieren. Hast du irgendwie Green Life, irgendwas verwendet oder so? Nee, leider nicht, Bro. Ich hab nur Blue. Aber lass einfach kurz chillen, du healst ja eh automatisch. Achtung, über uns da. Ja, aber ich heal nur Schild. Oh mein Gott, da oben auch. Bleib hier in deinem Stein. Ja, lass chillen. Ganz schlecht Positioning, ganz schlecht Positioning. Und von hinter uns auch noch Schüsse. Von hinten. Das war's, Digga, das war's. Boah, Bro. Von wo hinter uns? Siehst du die irgendwo? Nein. Jetzt von oben, ja, die von oben. Wir müssen hier runter, Lass hier runter. Ja, warte, lass hier im Berg, da können die uns von oben nicht treffen. Du bist jetzt zu mittig. Ja, ich wollte nur gucken, weil, hat das Gefühl, dass hier Leute sind. Zone, ne? Achtung, die schießt den Busch rein. Lass hier auf den Berg hoch. Okay, ich heal die ganze Zeit Schild, aber kein Green Life. Ja, er chillt unten in der Zone, Junge, was macht er denn? Er ist unter uns, er ist in der Zone, Vorsicht. Boah, wir müssen rennen. Oh, das wird hart, das ist ganz hart. Hier, Rift! Schnell! Ganz wichtig. Let's go. Rift, mein Gott. Wichtig. Der könnte uns retten. Jetzt Baba Positioning. Eigentlich müssen wir hier auf. Obwohl. Sollen wir hier schön in die gehen? Zone, in die Zone, Bro. Nee. Das ist nicht Zone, das ist nicht Zone. Boah, wie die aussieht, die Insel. Geil. Warte, lass schon mal hier rüber, dann können wir gleich mit als Erster an diese Burg rein. Hier aufs Dach. Erstmal, wo ich markiert habe, aufs Dach. Oh, das ist ein Gegner, Bro. Das ist ein Gegner, auf dem Dach. Ist schon einer. Egal, ich der ist alleine, der ist alleine. Lass ihn pushen. Ja, lass ihn rushen. Ich bin auf Dach. Das Dach ist unsers. Über uns, Bro. Alle sind geriftet, ne? Achtung, dein Lambo. Vorsicht. Ey, hinter uns. Achtung, er pusht. Chillbreak. Fast down. Down. Wichtig. Da einer beim Reboot-Van. Hab ihn finished. Bro, er hat ein Medikit. Ich muss es holen. Pass auf, ich geb dir Deckung. Ja, ich hab. Okay. Ich hau mir das gerade rein. Okay, jetzt ganz... Oh mein Gott! Ganz ruhig jetzt hier. Auf dem Dach hier können wir uns vor allen Seiten schützen. Ja, aber jetzt gerade... Warte mal, Bro, ich verstehe den Sinn nicht, ne? Ich verstehe die Zone gerade auch nicht. Wo ist denn jetzt die nächste Zone? Also da ist auf jeden Fall noch einer dahinter, chillt der. Ja, anscheinend müssen wir einfach nur reinrennen jetzt. Das sind noch drei Gegner. Aber wo ist denn jetzt die nächste Zone? Checkt ihr das? Ich check nicht, wo die nächste Zone ist. Ich habe dieselbe Sniper wie gerade, nur mit einem anderen Visier drauf auf einmal. Ja. Guck, dass du alle Waffen nachgeladen hast. Ich habe alles nachgeladen. Brauchst du Biggies? Nee, hast du, ne? Nee, hab ich alles. Okay, komm mal her. Lass schon mal gut positionieren, dass wir direkt in die Zone rein können. Weil wir haben die beste Posi. Wir sind als erstes drin. Ja, die Frage ist, wo ist denn die neue Zone? Ich check das gar nicht. Ja, ganz hinten. Über Lavish Lair. Ach, lol. Das hat man gar nicht gesehen von da aus, wo ich war. Lol, was ist das denn? Es leben noch drei andere. Achtung, von hinten. Ich werd gelasert von hinten, Bro. Komm her. Egal, lauf rein. Wir sind jetzt im Haus. Ich snipe mal einfach random. Hier oben rein. Boah, Vorsicht, da sind Turrets! Huh. Okay, ich bin im Haus. Stark. Okay, ich gönn mir kurz einen Biggie. Ja, mach mal. Gib mir kurz Deckung. Komm, mit Lambo angefetzt. Es sind noch drei Gegner. Bro, wir müssen weiter. Boah, Schildbreak. Hab einen down. Stark. Zwei Gegner noch, der eine ist... Ich mach hier auf, gib du Deckung, ich mach hier auf. Warte, der eine ist genau bei uns, Bro. Wir müssen die Zone. Komm. Ey, Mist, vor uns noch einer.
Renn. Du, und rechts von uns auch. Lass auf den rechts gehen, Bro, der hat nichts mehr. Ja. Und low, er muss low unter uns sein. Ja, da unten. Ich muss die Zone riften. Nicht riften gehen. Ja, down, rechts unten, down. Boah, Macher. Nein, ich werde angeschossen, Bro. Nein, das ist der letzte Gegner, Nee, die letzten ja, zwei. Ja, er hat kein Schild mehr. Einer will mich hier finishen. Oh mein Gott! Boom! Let's go! Oh. Let's go, Leute! Baby, Digga! Oh mein Gott! Let's go! G zu dem Double G, Leute. Erster Geil. Win in Fortnite Kapitel 5 mit A Wife HD, Leute. Alter, das war nice. Das war sehr, sehr nice, Freunde. Shit. Übelst nice. Schreibt in die Kommentare, wie gefällt euch das neue Kapitel oder die neue Season, neue Kapitel. Alles, Freunde. Hat übertrieben Bock gemacht. Lasst ein Like und ein Abo da. Checkt The Wife aus. Creator Code iCramixOG oder Creator Code The Wife. Ihr wisst Bescheid. Dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Cramix.